Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen, darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem Familiengottesdienst. Ich freue mich, dass die Erstkommunionkinder da sind, dass die Kirchenspatzen da sind, dass auch andere Kinder da sind. Ein ganz bunter Gottesdienst nachher, freue ich mich, wenn ihr zum Vater Unser hier nach vorne kommt. Familiengottesdienst soll ja immer ein Gottesdienst für die Großen und auch für die Kleinen sein. Von daher ist es schön, dass wir so eine tolle Mischung haben und so viele heute auch gekommen sind. Der Fastenzeit, das sind ja 40 Tage, da gehören die Sonntage nicht dazu. Und daher ist heute ein besonderer Tag und geht heute darum, dass die Jünger eine ganz besondere Erfahrung mit Jesus machen. Ja, werden das nachher sehen, werden sozusagen, wie wir auch gesungen haben, Stunden eingeschmolzen und plötzlich ist da alles anders. Da Gott ganz nahe ist, da ein Glück in uns da und das wünsche ich auch, dass das bei uns heute passiert. Wir wollen jetzt gemeinsam, wie ihr das kennt, zu Beginn des Gottesdienstes beten und alle sind eingeladen, diese Bewegungen dann mitzumachen. Wir wollen gemeinsam beten. Bereits in meine Augen. Bereits in meine Augen. Bereits in meine Ohren. Bereits in meine Ohren. Bereits in meine Hände. Bereits in meine Hände. Bereit ist mein Mund. Bereit ist mein Mund. Bereit ist mein Herz. Bereit ist mein Herz. Bereit bin ich für dich, o Jesus. Und jetzt brauche ich die Kinder, die die Kyrie-Rufe haben, hier nach vorne. Jesus, du führst uns Menschen zum Umkehr. Du sagst uns zu, das Himmlischere ist nahe. Herr, erwarme dich. Christus, du bist gekommen, uns zu suchen und zu retten. Du zeigst uns die grenzenlose Liebe des Vaters. Christus, erbarme dich. Herr Jesus, du schenkst uns neues Leben. Du lässt uns mit dir auferstehen. Herr, erbarme dich. Allmächtige Gott, erbarme sich unser, nehme von uns Sünde und Schuld, da führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähre uns mit deinem Wort
und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen sprach der Herr zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Wort des lebendigen Gottes. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des Vaters: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie,
Und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir haben gerade eben von drei Hütten gehört. Ich habe hier etwas ganz Ähnliches. Ich bin gespannt, ob ihr erkennt, was das ist. Zeit. Jawohl. Ja, ganz gut. Ein Zelt. Genau, und jetzt meldet euch doch mal, wer von euch hat zu Hause so ein Zelt? Oh ja, okay, da sind auch ein paar Erwachsene dabei, das ist super. So ist es, jawohl. Mögt ihr euer Zelt? Verbringt ihr da gerne Zeit drin? Ja, klar. Seid ihr da alleine drin? Oder habt ihr da Freunde mit dabei, Charlotte? Man kann zum Beispiel mit seinem Bruder und mit seinen Geschwistern da reingehen. Okay, das ist ja schon fast ein kleiner Urlaub, oder? Mhm. Wer spielt in so einem Zelt mit seinen Freunden? Helena, du vielleicht? Ach, Nele, spielst du mit deinen Freunden in so einem Zelt? Oder zieht man sich da auch mal hin zurück, um allein zu sein? Egal, ob mit Geschwistern, mit Freunden oder auch mal ganz alleine, in so einem Zelt vergeht die Zeit ganz schön schnell, oder? Und da möchte man auch nicht wieder weg, richtig? Da fühlt man sich ganz schön wohl. So eine ähnliche Erfahrung macht Petrus, als er mit Jesus auf dem Berg ist. Da geschieht nämlich etwas ganz Besonderes. Auf einmal sehen sie nicht nur Jesus ganz anders, ganz hell, sondern da sind auch noch zwei andere Gestalten. Das sind Mose und Elia. Und die waren für die Menschen damals so wichtig wie unser Pfarrer für uns heute. Ja, ihr merkt schon, es geht wirklich darum, die sind was Besonderes, diese beiden, die da auftauchen. Und Petrus möchte den Moment festhalten. So wie keiner von euch freiwillig aus seinem Zelt nach Hause geht, so möchte Petrus diesen Moment für immer festhalten. Er will drei Hütten bauen, für Mose, für Elia und für Jesus. Und er will für immer auf diesem Berg bleiben. Was meint ihr? Könnte es sein, dass er gedacht hat, besser kann es nicht mehr werden? Ich glaube schon. Ich glaube, Petrus ging es so, das ist der perfekte Moment, so soll es bleiben. Und so kam er auf diese Idee. Und ja, es ist ja auch ein besonderer Moment. Wir haben es ja gehört. Da ist ein ganz helles Licht, wie die Sonne selbst. Jesus sieht aus wie das Licht. Und es ist für sie so, als wäre der Himmel offen und Gott ganz nah. So richtig begreifen tun sie nicht, was da passiert. Aber sie spüren, es ist außergewöhnlich. Vielleicht haben sie noch nie so einen tiefen Frieden, so eine große Freude gespürt wie in diesem Augenblick. Und trotzdem können sie diesen Moment nicht festhalten. So schön wie er ist und so plötzlich wie er da war, genauso plötzlich ist er auch vorbei. Mose und Elia sind verschwunden und die
beiden, die drei Freunde, erschrecken sogar, weil sie diese Stimme aus dem Himmel hören: Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Sie erschrecken und in dem Moment ist die Wolke dann auch schon wieder weg. Petrus und Johannes und auch Jakobus, die sind vor Angst. Was macht ihr, wenn ihr Angst habt? Verkriecht ihr euch dann? Ja, genau das machen die auch. Die machen sich ganz klein. Die werfen sich auf den Boden, so steht es da. Und einer ist immer noch bei ihnen. Und der sagt ihnen, ihr braucht keine Angst haben. Steht wieder auf, ich bin da. Ich beschütze euch. Wisst ihr, wen ich meine? Wer ist noch da? Gott. Ja. Jesus. Ganz genau, Jesus ist noch da. Und es ist Jesus, der sagt, wir gehen jetzt auch gemeinsam wieder von diesem Berg runter. Das ist wie wenn ihr euer Zelt verlasst, zurück zu den Hausaufgaben, zurück, ja, vielleicht auch zur Hausarbeit. Noch schlimmer als Hausaufgaben, oder? Ja, zurück in die normale Arbeit. Für uns Erwachsene kann das heißen, vom Urlaub zurück auf die Arbeit. Zurück in das, was uns jeden Tag Sorgen macht oder anstrengend ist. Aber die Botschaft dieser Lesung ist, in all das gehen wir nicht alleine. Jesus geht mit uns. Er geht mit uns von den schönen Erfahrungen auch in die schwierigen Erfahrungen hinein. Von dem, wo es uns wirklich gut geht, hinein auch in unsere Sorgen und Nöte. Und in einem Psalm heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Das ist die Erfahrung, die die Jünger mitnehmen, wenn sie von diesem Berg runtergehen. Das ist mehr als eine Erinnerung. Sie haben wirklich erlebt, dass da mehr passiert, wenn Jesus bei ihnen ist. Dass da Gott selbst auf sie Acht gibt. Und diese Erfahrung wünsche ich euch und wünsche ich uns allen immer wieder neu. An den großen, dreieinigen Gott.
Wir wollen miteinander Fürbitte halten. Ich bitte die Kinder mit einer Fürbitte nach vorne. Wie Jesus sind auch wir, geliebte Kinder Gottes, mit allem, was wir auf dem Herzen haben oder das uns keine Ruhe lässt, dürfen wir zu unserem himmlischen Vater kommen und ihn bitten. Um Mut für Menschen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden, halten die Hand über sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Öffnung für Menschen, die traurig und verzweifelt sind, halten deine Hand über sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Frieden für Menschen, die in Kriegsgebieten leben, halte deine Hand über sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Heimat für Menschen, die auf der Flucht sind, halte deine Hand über sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Genesung für Menschen, die krank sind, halte deine Hand über sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Um starken Glauben für uns alle, halte deine Hand über uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir sind unterwegs mit dir, guter Gott. Erhöre unsere Bitten und lass uns deine Gegenwart spüren, jeden Tag unseres Lebens. Amen.
Lasst uns beten. Herr, das Opfer, das wir feiern, nehme alle Schuld von uns. Sättige uns an Leib und Seele, damit wir uns in rechter Weise auf das Osterfest vorbereiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat den Jüngern seinen Tod vorausgesagt und ihnen auf dem Berg seine Herrlichkeit kundgetan. In seiner Verklärung erkennen wir, was Gesetz und Propheten bezeugen, dass wir durch das Leiden mit Christus zur Auferstehung gelangen. Durch ihn rühmen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Bist heilig, du bringst Heil, bist die Fülle, mir ein Teil der Geschichte, die du webst. Gott, wir danken dir, du lebst mitten unter uns im Geist, der Lebendigkeit verheißt. Kommst du uns im Brot und Wein, schenkst uns deine Liebe ein. Du bist heilig. Heilig, du bist heilig, alle Welt schaue auf dich, Alleluja, 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 Alleluja für dich. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Leben der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat.
Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Peter, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche berufen und bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mach uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Heute Morgen beten wir besonders für Margarete Braun. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihr und allen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Bartholomäus, mit den Heiligen, deren Namen wir tragen, und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Ich möchte euch Kinder ganz herzlich einladen, dass wir jetzt zum Vaterunser einen großen Kreis um den Altar hier machen. Kommt hier nach vorne und dann geben wir uns hier die Hände. Kinder Gottes, und wir sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir uns den Frieden wünschen für uns, die wir hier sind, für unsere Kirche, für unsere Welt. Christus ist unser Friede und unser Heil. Ihn bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf unsere Glauben. Schenke uns, schenke dieser Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Schenkt einander ein Zeichen des Friedens. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Yes. Rechte Hand. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Rechte Hand. Friede sei mit dir. Rechte Hand.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören.
Lasset uns beten. Herr, du hast uns im Sakrament an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil gegeben. Wir danken dir, dass du uns schon auf Erden teilnehmen lässt an dem, was droben ist. Durch Christus, unseren Herrn. Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz. Es gibt noch ein paar Vermeldungen. Was ist denn da? Liebe Gemeinde, vor ungefähr ziemlich genau 3 Jahren stand ich hier und musste euch mitteilen, dass das Fastenessen leider ausfällt. Jetzt, nach 3 Jahren Fastenzeit, stehe ich wieder hier und darf mit Freude euch mitteilen, dass das Fastenessen wieder stattfinden wird. In 3 Wochen gibt es die indische Reistafel, auf die so viele gehofft und gewartet haben. Wir werden in den nächsten Gottesdiensten, in den nächsten Sonntagen den Verkauf hier am Ende des Gottesdienstes machen. Es gibt Karten zu 10 oder 7 Euro. Und wenn jemand dazu keine Gelegenheit hat, kann man sich in eine Liste eintragen lassen, kann anrufen bei mir oder im Pfarramt. Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, Internet, ja, E-Mail, ja. Lasst euch was einfallen, wenn ihr Lust zu dem Essen habt. Ein besonderes Wort an die Kommunionkinder. Nehmt eure Familie mit und kommt zu diesem Essen. Da müsst ihr an diesem Sonntag nichts kochen und habt noch Spaß im Pfarrheim. Vielen Dank. Ja, liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieses Gottesdienstes darf ich auch noch eine herzliche Einladung aussprechen, und zwar zum Sonntagskaffee. Zugegeben, der Name ist ein bisschen altbacken und das ist immer das, was wir daraus machen. Das ist jedenfalls der Ort, wo Sie den Kaffee noch für 1 Euro bekommen und den Kuchen für maximal 2 Euro. Also ein Raum zur Gestaltung, den wir alle nutzen können als Gemeinde. Wir freuen uns über jeden und jede, die kommt. Herzliche Einladung. Als Erinnerung an den Gedanken, dass Gott mit uns geht, möchten wir besonders den Kindern, aber auch, wenn noch übrig ist, den Erwachsenen, ein kleines Geschenk noch mitgeben. Das gibt es am Ausgang, das werden wir gleich noch verteilen. Da muss man jetzt aufpassen, dass man die Sachen nicht verwechselt und dann denkt, das wäre schon fürs Fastenessen. Ja. Bin auch dankbar, dass der Schorsch nach 3 Jahren Fasten, dass er doch so gut beisammen ist, ja. Ja, das ist jetzt schon ganz vieles weg, jetzt muss ich aufpassen. Also, am Mittwoch ist hier Wort Gottesfeier, das soll ich ansagen. Donnerstag ist um 20 Uhr Bibelteilen im Pfarrheim, wer mag. Am Freitag ist eine Kreuzwegandacht hier um 18 Uhr gestaltet von den KfD-Frauen. Dann die Pfadfinder haben wir schon gesehen, KJG fährt ins Zeltlager. 14. bis 23. August, Anmeldungen gibt es im Internet, kann man sehen. Und für die Pfadfinder soll ich noch die Flinky-Aktion ansagen. Das sind so Hefehasen, die gibt es am Palmsamstag, also vor dem Palmsonntag. Dazu werden auch Listen hinten auslegen, also gut aufpassen, wo man sich einträgt. Dann ist am Dienstag ein Neidfieber um 20 Uhr in Habitzheim, Gebetsabend, wer das mag. Verstorben aus unserer Pfarrei sind 2 Personen, Johann Blank und Elisabeth Saal, für die beiden wollen wir beten. Herr, gib du ihnen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in deinem Frieden. Nächsten Sonntag ist hier Kindergottesdienst, oder nicht? Ja? Nächsten Sonntag ist Kindergottesdienst aber nicht hier, sondern drüben. Und ihr kommt dann hier wieder in den Gottesdienst rein. Dazu herzliche Einladung. Wäre toll, wenn da ganz viele Kinder kommen und die Eltern dürfen auch gerne hier rein. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Nächsten Sonntag wird auch der Hirtenbrief von Bischof Kohlgraf verlesen werden. Meisten von Ihnen, oder viele haben es mitbekommen, am Freitag ist die sogenannte Weber-Studie veröffentlicht worden.
Da ging es um die sexualisierte Gewalt im Bistum Mainz. Das ist erschreckend, wenn man die liest und auch die Namen, die damit verbunden sind, Kardinal Lehmann und andere, der jetzt keinen das nicht verübt hat, aber da jetzt nicht die beste Figur gemacht hat. Das ist eine Ehrlichkeit, die in dieser Studie zur Erscheinung tritt. Und ich glaube, es kann da nur um die Wahrheit gehen. Insofern habe ich das Gefühl, dass unser Bistum da auf einem guten Weg ist. Ich kenne wenige Institutionen, die so etwas, eine Aufarbeitungsstudie gemacht haben. Da ist Kirche mit vorne weg. Wir wissen es, dass sexualisierte Gewalt überall stattfindet. Trotzdem hat Kirche immer Moral gepredigt. Insofern haben wir eine andere moralische Fallhöhe als andere. Und ich bitte Sie da einfach auch um Ihr Verständnis. Ja? Ich bin 2014 in den Dienst gegangen als Priester. Ja, habe damit so direkt auch nichts mehr zu tun. Meisten von Ihnen auch nicht. Aber wir werden trotzdem in Mithaft genommen. Ja? Sie werden gefragt, was Sie gehören da zu diesem Laden mit dazu und wie kannst du das verantworten? Ja? Und ich möchte Sie trotzdem ermutigen, da dran zu bleiben. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass diese Studie auch rausgekommen ist. Muss uns um die Wahrheit gehen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Für mich ist immer die große Frage, es darf keine Opfer erster, zweiter oder dritter Klasse geben. Ja, es ist egal, wo jemandem Leid zugefügt wurde. Ob das in der Kirche ist, ob das im Sportverein ist, ob das in der Familie ist. Das ist in einer Weise genauso schlimm und da braucht es auch eine Gleichbehandlung derer, die betroffen sind. Dennoch, wir haben da eine große Verantwortung als Kirche, eine Schuld auf uns geladen. Ich denke, das wird nächsten Sonntag auch in dem Hirtenbrief noch einmal deutlich werden. Bitte Sie da um Ihr Mitgehen, auch um Ihre Geduld mit uns. Das ist keine leichte Zeit. Und trotzdem ist es etwas Wichtiges, dass wir Freude am Christsein da nicht verlieren. Und das wurde an so einem Gottesdienst für mich deutlich. Und da möchte ich auch einfach anschließen und Danke sagen den Kirchenspatzen. Ihr werdet immer mutiger und singt immer lauter. Das ist toll. Macht so weiter. Es ist toll, dass ihr da seid. Ja. Ich möchte auch Frau Hauen und dem Vorbereitungsteam danken, besonders für den Vergleich mit Mose und Elia. Ja, also das hat mich doch sehr geehrt. Aber auch für den Gottesdienst möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns noch drüben sehen, jetzt auch beim Pfarrer, beim Kaffee oder an der Tür. Wer nicht mehr so gut laufen kann oder jung ist, darf auch gern durch die Sakristei da den schnellen Weg gehen. Aber kommt noch mit rüber. Ich glaube, das ist was Tolles, wenn wir da noch etwas beisammen sind. Und wir stehen auch einfach noch zum Gespräch bereit, wenn es noch was gibt. Oder auch so, wir wollen für Sie da sein und mit Ihnen in Kontakt sein. Einen gesegneten und schönen Sonntag euch und Ihnen allen. Der Herr sei mit euch. Segne und behüte euch und alle, die ihr gedacht habt, für die ihr gebetet habt, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Thank you.
Dank.